Mit dem 3.0 Update ist ein ganz neuer Planet rausgekommen mit komplett neuer Map und neuen Mechanics. Ihr habt keine Ahnung, wie ihr dahin kommt und was ihr dort machen sollt. Einige Mechaniken funktionieren nicht, wie zum Beispiel die Kisten. Ihr wisst nicht, wie ihr die öffnen sollt. Es sind Barrieren. Ihr wisst nicht, wie ihr da reinkommen sollt. Da ist ein Katzenschrein. Ihr wisst nicht, wie ihr der Katze Respekt zollen sollt. Ich habe alle Antworten für euch und erkläre euch auch, wie ihr das Gebiet freischalten könnt. So wie alle Symbole auf der Map, alle neuen Mechanics, die es gibt und alle Erkundungen und was dazu gehört. In der Videobeschreibung findet ihr die Timestamps, damit ihr easy zu dem Punkt springen könnt, der euch interessiert. Ich werde wahrscheinlich auch noch ein Video zu allen Red Pulls geben, die es auf der Map gibt, sowie versteckte Kisten, das KI-System, das Mentorensystem, das Wurmloch 2.0 und andere Dinge. So wie zum Beispiel den neuen Waffenbanner, Liu, einen ganzen Guide zu ihr. Lasst also gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt oder schaut bei mir auf Twitch vorbei, da bekommt ihr immer alles am schnellsten mit. Und auf Twitch könnt ihr mir auch immer persönliche Fragen stellen, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht oder so, bin ich immer für euch da. Um ins Gebiet 9 zu kommen, müsst ihr vorher die gesamte Hauptquest fertig machen. Also die von Asperia und der gesamten von der Vera-Ebene. So kommt ihr dann zum Gebiet 9 Sektor. Ihr könnt seit 3.0 allerdings auch Kapitel auswählen, wo ihr starten wollt. Am besten geht ihr dann im neuen Gebiet der Hauptquest einfach nach. Ihr werdet so durch die Map geführt und schaltet einiges frei und euch wird einiges schon auf dem Weg erklärt. Auch das Begleitersystem, also die KI-Diener, kriegt ihr so einfach freigeschalten. Innerhalb der Story werdet ihr in ein Gebäude geführt. Dort seht ihr die kleinen Begleiter in den Vitrinen. Ihr dürft euch einen einzigen davon aussuchen, doch wählt weise. Den Rest der Helfer müsst ihr euch nämlich mit Gashapons und Erkundung verdienen. Jeder Helfer hat unterschiedliche Skills und Elemente. Nachdem ihr euch einen ausgesucht habt, findet ihr sie unter Escape und dann auf KI-Diener. Wenn ihr nach dem Element geht, würde ich Kalka für physisch empfehlen, Leeren Engel für Feuer-Mains, Angela für Eis-Mains, Mir für alternative Mains und den Mondhasen für Volt-Mains. Denn die KI-Diener nehmen am Kampf teil und der Angriff wird zu einem bestimmten Prozentsatz des Durchschnittswerts der Ele-Damage-Werten von einem selbst übernommen. Genaueres zu den KI-Dienern und den Leveln und dem Gacha-System davon kann ich noch in meinem Extra-Video erklären. Am wichtigsten sind aber wahrscheinlich ihre Fähigkeiten, das heißt, man kann auch KI-Diener eines anderen Elements nehmen, als man selber spielt. Daher empfehle ich Kalka, wenn man im Kampf etwas HP möchte, Leeren Engel, wenn man die Heilung der Gegner verringern will, Angela, wenn man Gegner einfrieren möchte, Mir, wenn man die Geschwindigkeit der Gegner reduzieren will und den Mondhasen, wenn man ein Schild im Kampf möchte. Am wichtigsten generell hier im Gebiet 9, denke ich, ist es erstmal die Map aufzudecken, damit man alles sieht. Das macht ihr mit den Observatoriumsdingern. Die sehen so auf der Map aus. Die müsst ihr ansprechen und dann einfach im Kreis drehen, bis ein Sternbild zu sehen ist, was so anfängt zu leuchten. Dann ein bisschen bewegen, hin und her und schon deckt es die Map auf. Relativ easy. Danach solltet ihr unbedingt die Purpurstatuen in jedem Gebiet ansprechen und diese erwecken. Die sehen so auf der Map aus und sind das allerwichtigste hier im ganzen Gebiet. Denn diese könnt ihr leveln. Mit jedem Level schaltet ihr auf der Map weitere Mechaniken frei, um die gesamte Map besser erkunden zu können. Und ihr bekommt auch noch gute Belohnungen und Buffs dazu. Ohne die Statuen zu leveln, funktionieren viele Dinge auf der Map überhaupt nicht. Ein wichtiger Tipp, levelt die Purpurstatue Bogen als erstes, also diese hier. Denn ab Level 2 schaltet man die Mechanik der Lavasäulen frei, dazu später mehr. Und ab Level 3 kann man brennende Kisten öffnen, mega wichtig, denn die zählen zum Erkundungsfortschritt dazu. Heißt, ohne dem könnt ihr gar nicht richtig erkunden. Um die Kisten zu öffnen, müsst ihr aber vorher die Sternemonumente in der Nähe der Kiste aktiviert haben. Später dazu noch mehr. Dann ist die Purpurstatue Flügel auch sehr wichtig. Die befindet sich hier auf der Map, denn auf Level 5 schaltet ihr die Astralkisten frei, die sich auf der Map befinden. Die könnt ihr sonst auch nicht öffnen. Und diese Kisten zählen ebenso zum Erkundungsfortschritt dazu und sind mit den brennenden Kisten eigentlich der Hauptteil der Erkundung. Manche Kisten kann man aber auch einfach so öffnen und manche Kisten werden von Gegnern beschützt. Wenn man die killt, kommt man an die Kiste ran. Aber an die Galaxy und an die brennenden Kisten kommt man nur ran, wenn man die Statuen levelt und die Sternenmonumente in der Nähe auch aktiviert hat. Auf dem Testserver ist es möglich gewesen, wenn man schnell an der Kiste vorbeirennt, dass man dann die brennende Kiste trotzdem öffnen kann, auch wenn man die Purpurstatue nicht aufgelevelt hat. Die Kiste hat nämlich so eine brennende Barriere und man muss einfach aus dieser Barriere rauskommen, um die Kiste dann zu öffnen. Aber ich weiß nicht, ob das auf dem Live-Server auch so sein wird.
wird. Falls ja, kann man sich für den Anfang ein bisschen Feldenergie sparen für andere Pupo-Statuen. Zudem bekommt man bei dieser Statue auf Level 6 einen weiteren Anzeigebereich für die Feldenergie um die Sternenmonumente herum. Also das ist dann wie eine interaktive Map, aber direkt in Tower Fantasy drin, um Feldenergie zu sammeln und damit dann die Statuen zu leveln. Praktisch ein Cheatcode. Feldenergie wird auch noch extrem wichtig hier. Und auch die Pupo-Statue Weide ist sehr wichtig, hier auf der Map. Dort könnt ihr mit Level 4 versiegelte Sternenmonumente freischalten. Die erkläre ich gleich noch. Die sind sehr, sehr wichtig. Außerdem solltet ihr auch noch die Pupo-Statue Wagen leveln. Die ist hier auf der Map. Ab Stufe 4 kann man dann nämlich in Gebiete wie diese hier, wo dann eine Schutzzone ist. Das heißt, da ist etwas abgeriegelt. Sieht ein bisschen aus wie so Kristallmauer. Da kann man nicht durch, außer man hat diese Pupo-Statue auf Level 4 gelevelt. Hat man die Statue gelevelt, kann man da einfach rein und da ist echt viel Feldenergie und viele Kisten. Die Zonen, wo diese Kristallschicht ist und man nicht rein kann, ist glaube ich hier und hier. Außerdem soll hier die Feldenergie wöchentlich respawnen. Darum solltet ihr Wagen auf Level 4 relativ früh leveln. Das sind die wichtigsten Level der Pupo-Statuen. Die solltet ihr versuchen, alle gleichmäßig irgendwie freizuschalten. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich zum Beispiel auf dem Testserver eine Statue komplett gemaxt habe, anstatt die Level schlau zu verteilen. Daher macht diesen Fehler nicht und haltet euch an diesen Guide. Und zum Leveln der Statuen braucht ihr unbedingt Feldenergie. Das sind so lila Kugeln, die ihr auf der Map finden könnt. Diese könnt ihr aber nur einsammeln, wenn ihr zu einem Sternenmonument gegangen seid. Diese sehen so auf der Map aus und diese ansprecht. Um manche Sternenmonumente aktivieren zu können, muss man aber wie gesagt, woher die Pupo-Statue Weide auf Level 4 leveln. Dann könnt ihr überall in der Nähe des Monuments Feldenergie einsammeln, die euch auch auf der Map als weiße Erkundungspunkte dargestellt wird. Es gibt eine Menge Mechaniken und Rätsel, um an zusätzliche Feldenergie zu kommen. Später dazu mehr. Feldenergie Zinnoberrot kann man übrigens jede Woche wieder erneut einsammeln, habe ich gelesen. Für den Erkundungsfortschritt zählen also die Observatoriumsdinger, um die Map aufzudecken, die Vogelstatuen, also die Pupo-Statuen, das Verbessern und Leveln der Pupo-Statuen, die Sternemonumente, mit denen man die Feldenergie freischalten kann, um diese dann einzusammeln, und die Kisten, die sich überall auf der Map befinden, an die man aber nicht immer dran kann. Daher hier als kleiner Tipp, beziehungsweise als meine Idee, man könnte zuerst die Pupo-Statue Bogen auf Level 2 leveln für die Lavasäulen, dazu komme ich ja noch später, dann die Pupo-Säule Wagen auf Level 4 für die Barrieretürme, weil da viel Feldenergie ist, falls man die Feuerkisten mit dem Trick öffnen kann. Dann die Pupo-Statue Weide Level 4 für die versiegelten Sternornamente und die Pupo-Statue Flügel auf Level 4 für die Galaxy-Kisten. Denn hier ist alles miteinander verzahnt. Zusätzlich gibt es dann noch die Zielliste. Das sind wieder die Minimap-Bosse, die wir bereits aus anderen Maps kennen. Und auch die Aussichtspunkte zählen zum Erkundungsfortschritt dazu. Das kennen wir auch bereits schon von anderen Maps. Für den Erkundungsfortschritt bekommen wir übrigens das neue Relikt. Windeseile nennt es sich. Mit den Stiefeln können wir die Wände hochlaufen. Sehr praktisch in diesem birgigen Gebiet. Scherben der Schuhe bekommt ihr auch durch das Leveln der Pupo-Säulen. Zudem bekommen wir AI, F und E Vertragteile, mit denen kann man KI-Diener aus der Gashapon pullen. Das sind die neuen Voucher für die Gashapon-Maschinen. Man bekommt außerdem 4 Red Pulls für die Erkundung, zudem auch noch eine Verstärkungsmodultruhe, wo Material drin ist, um Hose, Handschuh, Brille oder Motor zu titanisieren. By the way, man bekommt sogar Kisten durch den allgemeinen Fortschritt im Spiel, in denen Material drin ist, um Helm und Exoskelett zu titanisieren. Zumindest auf dem Testserver war das so. Außerdem hat man hier noch 4 Matrizenpuls. Und der Rest der Mechanics ist, um Feldenergie zu bekommen. Die wichtigste Währung hier sozusagen, denn die Statuen aufzuleveln ist hier Priorität. Es gibt so rote Lavasäulen, die muss man mit den Sternmonumenten in der Nähe freischalten. Dann können die Dinger Energie sammeln. Ist die Energie voll, sprudelt sie Lava raus und dann kann man sie mit einer Feuerwaffe anhauen. Dann geben sie einem Feldenergie. Habt ihr aber die Pupo-Statue Bogen auf Level 2, so müsst ihr die Lavasäulen nicht mehr mit einer Feuerwaffe angreifen, um die Energie
Energie zu bekommen. Ihr könnt sie dann einfach abfarmen. Dann gibt es hier so grüne Säulen und gegenüber davon stehen lilane. In der Mitte der grünen Säule ist so ein Kern. Der kann sich drehen und Luft schießen. Ihr müsst das Teil so ausrichten, dass das Ding auf die gegenüberliegende lila Säule schießt, damit ihr dann die Feldenergie und die KI-Scherbe bekommt. Manchmal ist das Teil echt etwas tricky. Der Tipp ist, stellt euch etwas weiter weg von dem Ding und versucht genau gerade in einer Luftlinie die grüne Säule mit der lila Säule auszurichten. Lauft dann drauf zu und haut oder schießt von weiter weg mit dem Bogen drauf. Denn der Luftschuss der Säule geht nämlich immer dorthin, wo ihr auch hinguckt. Daher müsst ihr euren Char so ausrichten, dass er genau geradezu auf die lila Säule blickt und dann die grüne Säule anhauen. Dann sind da noch so Kugeln, die muss man einfach ansprechen und dann fliegt die Kugel rum. Die müsst ihr nur abschießen, immer wieder, bis sie zum Ursprungspunkt zurückgeht und dann bekommt sie die Feldenergie. Recht easy. Zudem bekommt man auch eine KI-Scherbe, um die KI-Diener freizuschalten. Dann gibt es da noch so einen Kompass, der zeigt euch versteckte Feldenergie an. Ihr müsst die beiden Kompasse gleichzeitig aktiv haben. Das heißt, ihr rennt erst zum einen Kompass, sprecht ihn an, rennt schnell zum anderen Kompass, sprecht ihn an und in der Mitte, dort wo sie hinzeigen, befindet sich dann die Feldenergie, die müsst ihr dann einsammeln. Dann gibt es noch so Steinsäulen, die man aktivieren kann. Könnt ihr sie nicht ansprechen, ist es das falsche Ende. Es gibt nämlich zwei davon. Sucht einfach die zweite, sie muss irgendwo in der Nähe sein. Wenn ihr neben ihr steht, müsst ihr F zum Aktivieren drücken und so schnell wie möglich zu anderen laufen. Danach bekommt ihr dann wieder Feldenergie und eine KI-Scherbe. Dann gibt es so Katzenschreine. Man muss sich bei den Katzenschreinen auf die Platte stellen und der Katze Respekt zollen. Wie zollt man aber nun der Katze Respekt? Es gibt verschiedene Nebenquests in Gebiet 9 und einige davon geben neue Emotes. Ihr braucht das Pray-Emote, also das Gebets-Emote, um der Katze den Respekt zollen zu können. Diese Quest findet ihr hier. Ihr müsst mit diesem NPC sprechen. Als nächstes verlangt er von euch ein Item. Diese Schuppen droppen aber nur vom neuen Weltboss, der sich hier auf der Map befindet. Ihr müsst dafür keine Schlüssel haben und die Kiste öffnen. Er droppt das Item einfach, wenn er stirbt. Also seid zu seinem Todeszeitpunkt in seiner Nähe, damit ihr das Item einsammeln könnt. Jetzt geht ihr zurück zum NPC, gibt ihm das Item und bekommt im Gegenzug das Pray-Emote. Nun geht ihr zurück zur Katze, öffnet den Chat, geht auf dieses Symbol und klickt dann auf das Pray-Emote. Und schon bekommt ihr die Feldenergie und die KI-Verbesserung. Es gibt noch einige andere Emotes durch Sidequests zu sammeln. Dann gibt es da noch Steinfelder. Ihr stellt euch einfach auf die dunkle Platte und dann leuchten die Felder gelb auf. Ihr müsst euch den Weg merken und ihn genauso ablaufen, wie er aufgeleuchtet hat. Habt ihr das geschafft, bekommt ihr die Feldenergie und die KI-Verbesserung. Dann sind da noch so Kreiseldinger. Das Rätsel erinnert mich ein bisschen an die HSR-Kompasse. Da muss man alle drei Ebenen nach vorne ausrichten. Also da, wo das Loch ist, muss alles nach vorne zeigen, sodass sie einfach blau leuchten. Manche sind sehr einfach, manche sind ein bisschen tricky. Versucht es einfach ein bisschen. Dann bekommt ihr Feldenergie und Verstärkung für eure KI-Diener. Dann gibt es noch einige andere Mechaniken in diesem Gebiet, wie zum Beispiel die Popo-Flügel. Dafür müsst ihr erstmal die Popo-Statuen in dessen Nähe ein bisschen gelevelt haben. Habt ihr das, könnt ihr die Popo-Flügel ansprechen. Die könnt ihr dann zum Schnellreisen benutzen, nachdem ihr sie angesprochen habt. Sie tragen euch zu bestimmten Orten. Ihr könnt diese also nicht steuern. Es ist wie ein Taxi. Ein anderes Taxi sind zum Beispiel hier auch noch Libellen, mit denen man reisen kann. Dann gibt es noch so Glocken, die findet ihr ab und zu, die man läuten kann. Dann entstehen so Blätterwege. Die gehen aber nach einer kleinen Weile wieder weg. Einige Nebenquests geben verschiedene neue Emotes. Vergesst also nicht, diese zu machen. Eine Nebenquest gibt euch sogar einen Red Pull. Ein ganzes Red Pull Video würde ich dann auch noch machen. Lasst also gerne ein Abo da. Dann gibt es natürlich noch den Weltboss. Der ist recht tanky, aber macht nicht so viel Damage. Hat allerdings Feuerressi. Von dem bekommt ihr Outfit-Scherben, KI-Gashapon-Tickets, KI-Scherben, Feldenergie, lila Booster und Aufrüstungsmodule. Also die Belohnungen finde ich persönlich jetzt nicht so krass und finde da die Habbo und Skiller-Matrizen von der Spinne irgendwie nicer, aber vielleicht haut das KI-System erst richtig rein, wenn man die Max-Level hat und dann sind sie eine gute Hilfe. Aber man bekommt hier halt auch noch Feldenergie, das ist sicher ganz nett, um die Statuen schneller zu leveln. Denn wie schon mehrmals gesagt, die Popo-Statuen sind der Schlüssel zu allem hier im Gebiet. Zudem kann man das Dimensionslevel, also das Weltlevel, jetzt sogar auf 95 leveln, was die Drop-Chancen für die Items aus den neuen Weltboss-Kisten und der aufgerüsteten Passwort-Truhen erhöht. Und man kann das Weltlevel nun mit dunklen Kristallen auch wieder
downgraden, also runtersetzen. Gut, aber schade, dass es nur mit dunklen Kristallen geht. Und es gibt auch wie in Majoria so Glitzerflecken hier und da. Da bekommt man andere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel neue Gebiete, neue Geschenke zum Simulacra-Leveln oder auch Passwort-Truhen-Schlüssel. Passwort-Truhen sind jetzt übrigens so Yin-Yang-Kisten, echt hübsch. Für diese braucht man neue Schlüssel, also komplett neu. Diese bekommt ihr, wenn ihr die Dailies im neuen Gebiet neu macht, und als Wochenbelohnung bekommt ihr die Kisten, wo Chips und Schlüssel drin sind, und ihr könnt euch aussuchen, was ihr davon haben wollt. Aus den Passwort-Truhen bekommt ihr nun jetzt neben Levelmaterial auch Material für die KI-Diener zum Aufleveln. Außerdem gibt es auch wieder die normalen grünen Kisten, die sehen jetzt so aus. Dann gibt es hier noch zwei Challenge-Türme. Die sehen von außen echt hübsch aus. Und der eine befindet sich hier auf der Map. Beide Challenge-Türme sehen gleich aus ungefähr. Und der zweite befindet sich dann hier auf der Map. Wenn man den alleine schafft, so soll man wohl einen Mount bekommen. Doch man sollte dafür alle Purpur-Statuen am besten gelevelt haben. Die geben einem nämlich auch noch fette Damage-Buffs fürs Kämpfen. Man kann auch das Weltlevel runtersetzen. Man muss aber dafür dunkle Kristalle ausgeben. Aber ich denke, auf dem Live-Server ist es für Free-to-Play-Spieler relativ schwierig, diesen Levelturm alleine zu schaffen. Man kann den Turm aber auch mit anderen Spielern machen. Dann sollte man aber das Mount wahrscheinlich nicht bekommen. Auf dem Test-Server habe ich den Turm auf Weltlevel 10 durchgemacht. Aber am Ende das Mount nicht gekriegt. Vielleicht ist das Mount, was ich meine, aber auch dieses hier, denn für das Aufleveln der Purpur-Statuen bekommt man diese Zähmungsglocke, welches Fahrzeugkomponenten sein sollen. Also ganz sicher bin ich mir hier nicht. Videos zum Mentorensystem, dem neuen Wurmloch, wie viele Red Pulls es gibt und andere Dinge werde ich auch noch in weiteren Videos zeigen. Also lasst gerne ein Abo da, um nicht zu verpassen. Es wird auch noch ein Waffenguide zu der neuen cuten Waffe Leo geben. Wenn ihr mich und meinen Content supporten möchtet, dann könnt ihr jetzt Kanalmitglied werden. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Ein besonderer Dank geht hier an meine Stufe 3 Kanalmitglieder: Fettbacke, Dragon, Luna, Blutengel, Dr. Türknau, Rimuru und Complex Reigns. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da oder schaut bei mir auf Twitch vorbei. Ich würde mich sehr freuen.